So, wir haben wieder einen Zwischenraum, das heißt, am Ende kommt wieder ein Bosskampf. So. Zum Vorlesen habe ich gerade keinen Nerv. Tiefe Kalksteinhöhle. Die Musik hier ist ja auf jeden Fall schön. Ja, Giftblick, keinen. Oh Gott. Sehr viele Level-Ups hier. Okay. Treppe. Ein Dragon hier. So, hier. Oh, ja, wir haben schon keinen Platz mehr. Annullierorb. Haben wir wenigstens keine Fallen mehr auf dieser Ebene. Und Quapuzzi. Habe ich zufällig einen Georockbrock? Ja. Und da kriege ich auch noch Level 34. Setzt man halt einfach ein, auch wenn ich die nicht unbedingt so brauche. Ja, und ein Erstaub nehmen wir mit. Gegen den Apfel, die sind hier nicht so wichtig. Okay, das war nur eine Alarmfalle. Bevor wir es liegen lassen, trinken wir es einfach. Die Kastanienfalle. Schmeichler. Huch. Die Treppe, da ist sie ja. Jetzt sind wir schon so weit. Wie weit noch bis zum Schatz? Nicht so ungeduldig, Meditalis. Früher oder später werden wir schon da sein. Seht mal dort. Da ist ein Licht. Juhu! Was ist das? Lass es uns herausfinden. Meditalis, Schlapohr. Dort ist deine Schatztruhe. Wow! Diese Schatztruhe ist riesig! Die Gerüchte über einen Schatz in den Tiefen des Geröllsbruchs, die sind also wahr. Du sagst es. Das sieht mir nach einem schönen Schatz aus.
Schlappohr, öffne die Kiste. Schnell, ich kann es kaum erwarten. Hihi. Eile mit Weile, Meditales. Eine Schatztruhe sollte man immer mit Anmut und Hingabe öffnen. Wir sind doch nicht umsonst Team Charme. Ja doch, aber... Ah, diese Spannung, ich halte es nicht aus. Vergiss deine Anmut, Schlappohr, beeil dich. Verhaltet euch doch bitte ein kleines bisschen feierlicher, das ist doch kein Wettrennen. Schon gut, ich mache sie ja schon auf. Tada! Just in diesem Moment wird diese legendäre Schatztruhe geöffnet. Was für ein Schatz sie unseren neugierigen Blicken wohl die ganze Zeit vorenthalten hat. Welch ein Reichtum wunderbarer Dinge wird in unseren Besitz übergehen. Diese Gedanken füllen unsere Herzen mit Wärme. Oh, und die Wahrheit. Die Wahrheit? Oh, bitte. Enttäusche mich nicht. Das ist mir alles egal. Du machst das Ding schon auf, Schlappohr. Und los. Tada! Was? Was für ein Schatz? Was für ein Schatz ist darin? Nichts! Die Schatztruhe... Sie ist leer? Ohne Inhalt. Ich kann es nicht glauben. Bin ich einfach nur übermüdet? Bilde ich mir das nur ein? Es entspringt leider nicht deiner Vorstellungskraft. Es befindet sich schlicht und einfach gar nichts in dieser Schatztruhe. Aber warum denn nicht? Yeah. Team SPA. Ah, der Schatz. Habt ihr ihn euch schon unter den Nagel gerissen? Sieht fast so aus, als seien wir jetzt spät. Nein, wartet. Wir sind nicht diejenigen, die den Schatz genommen haben. Als wir die Schatztruhe öffneten, sie war total leer. Hört auf zu lügen, ihr Schummler. Wir lügen nicht. Das ist die Wahrheit. Wenn ihr schon lügen müsst, warum tut ihr es dann auf so plumpe Art? Wie bitte? Wenn ihr weiter so lügt, dann seid ihr kein echtes Erkundungsteam. Was hast du gerade gesagt? Ihr seid nicht qualifiziert genug, diesen Schatz an euch zu nehmen. Wenn ihr weiter stur schaltet, müssen wir Gewalt anwenden. Ihr redet doch nur. Werft mit falschen Anschuldigungen um euch. Ich wusste doch, dass die Gerüchte stimmen. Ihr seid Schufte. Bei einem Erkundungsteam wie eurem können wir keine Gnade walten lassen. Wir haben wie so vorhin ein Versprechen gegeben. Nun sieht es so aus, als könnten wir es halten. Wir sind die Schatzjäger von Team Charme. Ihr da. Jetzt bekommt ihr eine Lektion erteilt, also macht euch bereit. Ich wusste vom ersten Augenblick an, dass es so weit kommen würde. Gegen eine Diebesbande wie Team SPA habt ihr keine Chance. Macht euch bereit, um unsere wahre Bosheit zu spüren. Lasst euch Zeit, sie zu genießen. Aber, Piandragi, los geht's! Juhu! Meditales, Schlappohr, nehmt euch in Acht, wir werden angegriffen. Allzeit bereit. Auf geht's! So, ja, ich fange erstmal wieder mit Agilitätsspam an. Zurück. Ich habe doch hier noch ein paar Eisendorns. Ist da Agilitätsspam schon wieder aus? Na gut. Thank you.
Ja, dann war's das auch schon wieder. Ah. Verflixt. Sie sind ganz schön stark. Das habt ihr überraschend gut gemacht, aber unterschätzt uns nicht. Die wirkliche Kraft von Team SPA. Ihr habt sie noch nicht zu spüren bekommen. Okay, Kollegen, auf geht's. Gardevoir, Meditalis, da kommen sie, aufgepasst. Wir kümmern uns darum. Wir schlagen sie mit ihren eigenen Waffen. Luffy! Was? Wer bist du? Knuddeluff? Das ist Knuddeluff? Dieser Typ? Er hat sich in den letzten Jahren über einen guten Namen erarbeitet, obwohl er noch so jung ist. Das Erkunder-Naturtalent. Der berühmte Knuddeluff. So sieht er also aus. Alle mal herhören. Beide Teams, hört bitte auf zu kämpfen. Warum sollten wir aufhören, Knuddeluff? Sie sind hier die Bösewichte, weißt du? Das mag stimmen, aber kämpfen ist nicht gut. Und ganz nebenbei... Ihr seid in die Falle getappt und der Verlockung des Kampfes erlegen. Was hast du gesagt? Dieser Kampf... Er war geplant? Ja, dieser Kampf war geplant. Das ist doch... Wer steckt dahinter? Der sich das ausgedacht hat, ist der Boss dieser Kalksteinhöhle. Warum er das tat, das weiß ich auch nicht. Aber er wollte, dass sich Team Charm und Team SPA gegenseitig ausschalten. Und aus der Tatsache, dass er euch mit dem Kampf ablenken wollte, kann man noch etwas schließen. Und zwar, dass er etwas zu verbergen hat. Vielleicht wollte er den Schatz auch nur behüten. Diesen Schatz? Ihn behüten? Genau, aber... Alles, was bis hierhin gesagt wurde, das sind nur Vermutungen. Deswegen werdet ihr die Wahrheit nicht erfahren. Ihr müsst schon fragen. So sieht das aus. Du hast mir auch aufmerksam zugehört, nicht wahr? Knuddeluff? Hat Knuddeluff etwa gerade mit der Schatztruhe gesprochen? Hey, sind meine Vermutungen richtig? Nun sag schon. Was? Die Schatztruhe? Sie wackelt und rasselt. Ist das etwa... Ist das ein Pokémon? Sein Name ist Ditto. Es beherrscht die Attacke Wandler. Wandler? Also hast du Wandler verwendet, um eine Schatztruhe zu werden? Schatztruhe, genau. Als mir mein Essen im Süd-Dschungel gestohlen wurde, das warst du, nicht wahr? Nicht wahr? Doch, schon. Ich war das. Tut mir echt leid. Und... Team Charm. Ich habe euch viele Mal getäuscht, Team Charm. Das tut mir leid. Was? Getäuscht? Getäuscht. Getäuscht. Wie ihr sehen konntet, ich habe die Macht, die Attacke Wandler zu verwenden. Ich war eine Schatztruhe, aber das ist noch nicht alles. Ich kann Wandler auch verwenden, um wie andere Pokémon auszusehen. Wow, wirklich? Sag bloß an der Stelle... Flashback Time. Damals, als wir gewarnt wurden im Süd-Dschungel, war es damals jene Bluebella und... Das Pokémon, das uns gegen Team SPA aufgehetzt hat, dieser Visor, in Wirklichkeit, warst du das? Beide, ganz genau, Bluebella und Visor, um ehrlich zu sein... Ich war es in beiden Fällen. Ich habe Wandler verwendet, um euch in die Irre zu führen. Es tut mir wirklich leid. Aber warum hast du das getan? Weil, genau wie Knuddeluff zuvor schon sagte, ich wollte diesen Ort beschützen. Diesen Ort beschützen?
diesen Ort, ja. Kommt, ich führe euch herum. Bitte hier entlang. Da sind wir auch schon. Huh. Wow. Was ist das? Dieses Licht. Da schwebt etwas im Himmel und leuchtet. Was für ein unglaublich geheimnisvoller Anblick. Aber so schön. Ja, sehr. Aus der Mitte erstrahlt dieser blaugrüne Schein. Die ganze Höhle erstrahlt in seinem Licht. Es ist sehr schön. Einfach faszinierend. Etwas Vergleichbares habe ich noch nie gesehen. Aber was ist das Ding genau? Das wisst ihr nicht? Es ist ein Zahnrad der Zeit. Echt? Ein Zahnrad der Zeit? Wirklich? Das ist auch bei mir das erste Mal, dass ich so etwas sehe. Das ist ein Zahnrad der Zeit. Es zu beschützen, das ist meine Aufgabe. Ein Zahnrad der Zeit also. Uns bleibt wohl keine andere Wahl. Aber Pian Draghi, kommt schon, wir gehen. Hm? Jetzt wartet aber mal. Was? Ihr seid doch eine Diebesbande, die böse Dinge tut, oder nicht? Warum geht ihr dann einfach nach Hause, um irgendetwas zu stehlen? Wenn es sich um irgendeinen anderen Schatz handeln würde, gerne. Aber du kannst dich einfach ein Zahnrad der Zeit entwenden und mitnehmen. Auch wenn wir Halunken sind, so viel wissen selbst wir. Ach, so ist das. Ja, es gibt Dinge, die man einfach nicht nehmen kann. So wie ein Zahnrad der Zeit. Da fällt mir etwas ein. Mit euch sind wir noch nicht fertig. Wenn wir euch das nächste Mal begegnen, macht euch auf etwas gefasst. Abak, Pian Draghi, wir brechen auf. Beim nächsten Mal machen wir euch fertig. Denkt daran. Hihi, abgemacht. Puh, also war es der einzige Schatz hier, dieses Zahnrad der Zeit. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir jeden Schatz bekommen, auf den wir aus waren. Ja, dieses eine Mal haben wir einen Schatz gefunden, den selbst wir nicht mitnehmen können. Auf keinen Fall. Das muss so sein. Es gibt Dinge auf dieser Welt, die man sich einfach nicht nehmen kann. Doch obwohl wir diesen Schatz nicht mit uns nehmen können, würde ich die Erkundung als Erfolg bewerten, nicht wahr? Wir haben sogar einen fairen Kampf gegen das gemeine Team SPA gehabt. Oh, das stimmt. Und so ein schönes und wertvolles Zahnrad der Zeit. Wir alle haben es zum ersten Mal gesehen, nicht wahr? Oh ja, das stimmt. Ja, ganz genau. Und wir haben das Labyrinth, das so viele vor uns abgehalten hat, erfolgreich durchquert. Ich wusste es, wir sind die Besten, nicht? Wirklich großartig, alle miteinander. Aber gut, ich mache mich dann mal auf den Weg. Gardevoir, Meditalis? Ja. Okay. Bitte? Was ist mit euch allen? Knudelhof, du bist gar nicht so übel. Du erscheinst uns am Anfang ganz schön wunderlich, aber letztendlich bist du ein wirklich toller Kerl. Bitte was? Du hast den Schatztruhentrick von Ditto durchschaut. Das war wirklich großartig. Findet ihr? Nun ja. Nun denn, was wirst du als nächstes machen, Knuddeluff? Wie als nächstes? Ja, hiernach. Ich weiß nicht. Ich habe keine konkreten Pläne. Nun, wenn du magst, wie wäre es, mit uns auf Erkundung zu kommen? Mit euch? Ja, mit uns. Wie findest du das? Was soll ich nur machen? Es würde Spaß machen, mit euch gemeinsam zu erkunden, aber ich war noch nie mit jemand anderem außer meinem Meister auf Erkundung. Schlapuhr, dieses Ding. Ja, genau, Gardevoir. Hey, Knuddeluff, wenn du mit uns auf Erkundung gehen würdest, könnten wir dir das hier anbieten? Wie wäre das? Oh,
Ein perfekter Apfel. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn dir wirklich geben soll. Eine Sache noch. Wie du gemerkt hast, sind wir alle ziemlich auf Zack. Glaubst du, du kannst mit unserem Tempo mithalten? Nun ja, wie wäre es mit einem Rennen? 3, 2, 1, los! Juhu, los, los! Ich werde überall hingehen. Luffy! Und damit haben wir die vierte Bonus-Episode auch geschafft. Dieses Mal haben wir in den Credits das Team Charm-Theme. Auch wenn diese Bonus-Episode jetzt storytechnisch überhaupt nicht in die Story irgendwie mit reingepasst hat, aber Team Charm kommen ja dafür später nochmal vor. Haben zwar keinen allzu großen Auftritt, aber sie kommen nochmal vor. Und so kennt man wenigstens ihre Backstory schon. Und in Super Mystery Dungeon sind sie ja auch mit drin. Ich habe sie, glaube ich, auch schon alle drei in meinem Team. So, jetzt bin ich direkt noch am Überlegen, ob ich jetzt noch ein bisschen weiterspielen soll. Oder ob ich hier jetzt einfach die Aufnahme beenden soll. Ich glaube, ich mache ein andermal weiter. Die Bonus-Episode mit Team Charm schlaucht mich immer sehr. Dann haben wir jetzt außerdem nur noch eine einzige Bonus-Episode vor uns und die kriegen wir erst, wenn wir mit der Hauptstory fertig sind. Also mit dem ersten Teil der Hauptstory. So, dann kriegen wir jetzt wieder das ganze Geld. Dann schauen wir mal, was braucht man denn nicht mehr so dringend. Ich könnte, glaube ich, mal ein paar Äpfel wegmachen. Wie viele Items sind es denn? Wir haben 48 im Beutel. Okay. Dann machen wir mal ein paar Äpfel weg. Die braucht man eh nicht so dringend. Die ganzen Samen können wir wegmachen. Okay. Was haben wir im Schatzbeutel, was wir noch... Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Na egal. Nicht weiter schlimm. Okay. Na dann. Ich merke eh schon, ich bin gerade nicht mehr so hundertprozentig konzentriert. Ich lasse das mit dem Aufnehmen für heute mal sein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Macht's gut.